Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und es geht weiter mit der statischen Investitionsrechnung, genauer gesagt der Kostenvergleichsrechnung als dem ersten Instrument. Und wir waren im letzten Video stehen geblieben bei zwei Autotypen, nämlich Typ A und Typ B. Und wir waren bei der Situation stehen geblieben, dass diese beiden Autotypen offensichtlich in Abhängigkeit von der Kilometerleistung, die wir X nennen können oder KM, ich schreibe mal X hier hin, könnte auch KM hier schreiben, aber X ist üblicher. Wenn wir hier abtragen die Kosten, denken Sie daran bitte immer, wenn Sie Koordinatenkreuze machen, unbedingt die Achsenbezeichnung hinzuschreiben. So, und dann haben wir zunächst einmal niedrigere Fixkosten bei B, also K-Fix von B lagen zunächst unter den K-Fix von A. Und dann waren aber die Variablenkosten so, dass die Variablenkosten von B höher waren, also die Kostenkurve steiler und die Variablenkosten von A niedriger, etwas niedriger, also die Kostenkurve flacher, sodass wir irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Kilometern einen Schnittpunkt hatten dieser beiden Kostenkurven, ein X-Krit, wenn Sie so wollen, oder KM-Krit, wo zunächst einmal bis zu einer bestimmten Kilometerleistung B günstiger ist, Typ B hier oben günstiger, und ab einer bestimmten, derselben kritischen Kilometerleistung Typ A günstiger wird. Und diesen Zahlenwert wollen wir errechnen. Wie machen wir das? Nun, wir stellen die Kostenfunktionen auf. Wir drücken also das, was wir hier zeichnerisch sehen, in Zahlen aus. Kostenfunktionen ist das, was wir brauchen. Die beiden Kostenfunktionen. Und das ist im Grunde gar nicht schwer. Wir schreiben hin zunächst einmal die Fixkosten von A, 1415,50 plus 0,2532 mal x. Das sind die Gesamtkosten von A gleich, denn wir suchen den Schnittpunkt, gleich 1329,38. Das sind die Fixkosten von B plus 0,2689 mal x. Man muss wissen, dass eine Kostenfunktion k immer die Struktur hat, k fix plus kv mal x. Das sollte man sich grundsätzlich einmal merken, an den Spiegel schreiben für ein paar Tage. Das ist die Grundstruktur der Kostenfunktion. In den allermeisten Fällen, in ganz seltenen Fällen, hat man hier mal ein x². Das können wir eigentlich für die meisten Prüfungen ausblenden. Das ist also eine klassische lineare Kostenfunktion, die also hier die Fixkosten hat, ja, hier die Fixkosten und dann eine bestimmte Steigung in der Höhe von kv. Kfix plus kv mal x, wenn man sich das merkt, dass das die Grundstruktur einer Kostenfunktion ist, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Hier stehen also kfix von a, kv von a mal x, wie sich das gehört, kv mal x. Hier steht kfix von b plus kv von b mal x, wie sich das für eine Kostenfunktion gehört. So, schreiben wir es nochmal kurz hin, damit wir jetzt aus diesen Zahlen das x errechnen können. Ich schreibe also die Zahlen nochmal hin, plus 0,2532.